Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein ganz besonderes Video, und zwar es ist ein Thema, wo es auch wieder um meine Kinder geht, und zwar meine Tochter, mein jüngstes Kind, 8 Jahre alt, schaut sich gerne bestimmte Videos auf YouTube an. Ja, sie hat Zugriff über mein Profil an der PlayStation oder im Kinderzimmer am Fernseher. Und da ist mir das eine oder andere aufgefallen, dass sie sich halt gerne bestimmte Videos anguckt. Und ich dachte mir, warum nicht? Machen wir auch mal so ein Video. Als erstes will ich euch aber diese Videos zeigen, und dazu mache ich kurz die Facecam aus. Ihr seht, Browser ist offen. Es geht um diese Videos. Niemals 3 Uhr nachts. So. Ja, man erkennt schon an den Thumbnails Videos, ja, die nicht gerade schön sind. Hier sieht man, dann hat sich meine Tochter eins angeguckt. Hier unten, dort, und egal. Ihr seht, dass es sehr viele Videos davon auf YouTube gibt. Und nach diesen Videos dürfte man 3 Uhr nachts gar nichts machen. Und ich habe mir da einfach mal gedacht, ich mache das mal ganz kurz wieder weg. So, und die hier. Und ich habe mir gedacht, ich werde um 3 Uhr nachts auch mal etwas machen. Ich werde ein schönes Glas Cola trinken. Und mal schauen, was passiert. Also bleibt dran. Und ja, ich wechsle jetzt auf die andere Kamera. Und dann werden wir genüsslich ein Glas Cola um 3 Uhr nachts trinken. Mal schauen, was passiert. Also, bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe gewechselt auf die Kamera. Im Hintergrund sieht man auch meinen PC. Ich habe vorhin gestreamt. Und ja, ich würde sagen, ich nehme jetzt ein Glas Cola. Ich habe schon mal vorher was getrunken, denn ich hatte Brand. Ich würde sagen, Brösterle, wir trinken. Es ist 3 Uhr nachts und wir schauen mal, was passiert. Lecker Vanille-Cola. Beste überhaupt. So, 3 Uhr nachts, Küche, nichts passiert. Wir machen das Licht aus. Und ich würde sagen, wir gucken mal. Ich wechsle dazu mal ganz kurz hinter die Kamera. Wohnzimmer, nichts. Da steht im Übrigen noch die Vanille-Cola. Da liegt noch mein Laptop-Kabel, nice. Nichts. Okay, wir gehen mal in den Flur. Schön dunkel ist es hier. Ich mach mal Licht an. Nichts. Kein Monster, gar nichts. Kinderzimmer. Ich glaube, da wird das Monster auftauchen. Moment, Alexa. Erste Steckdose an. Okay. So. Ich werde nicht ins Zimmer reingehen, weil Privatsphäre meiner Kinder, die sind heute zum Glück nicht da. Man erkennt nicht alles. Nichts. Okay. Dann wechsle ich jetzt vor die Kamera wieder. Man erkennt mich gar nicht. So, mein Schlafzimmer, nichts, oh mein Gott, da ist wirklich was, ihr werdet es nicht glauben, aber es ist etwas aufgetaucht in meinem Schlafzimmer,
Es ist ein Wikinger an meinem Wandteppich. Mehr nicht. So, dann gehen wir hier wieder raus. Und das letzte Zimmer. Badezimmer. Nichts. Einfach rein gar nichts. So, ich würde sagen, damit die Qualität gleich ein bisschen besser ist, wechsle ich wieder an den PC und dann quatschen wir noch mal kurz eine Runde. Also bis gleich. So, da bin ich zurück. Frisch am PC, nachdem ich durch meine Wohnung gelaufen bin, um 3 Uhr nachts, nicht zu vergessen. Was soll ich sagen? Ihr habt es mitgekriegt, es ist nichts passiert, rein gar nichts. Ich frag mich, warum einige YouTuber, und ich werde keine Namen nennen oder sonst irgendwas, warum einige YouTuber in ihrem Kopf denken, ich mache solche Videos, ich mache anderen Leuten, vor allem Kindern, Angst. Das verstehe ich einfach nicht. Warum macht man sowas? Warum muss man Kindern Angst machen? Diese Videos sind zugänglich für jeden. Ich habe hier gerade noch alles offen. Ich werde jetzt auch ganz kurz mal auf so ein Video gehen oder auf zwei Videos. Und wir werden mal schauen, ob in den Videobeschreibungen irgendwas steht. Ob diese Videos fiktiv sind oder nicht. Ich suche mir dafür zwei Videos von zwei unterschiedlichen Content-Creatern raus. Und wir werden dann mal gucken. Machen wir das einmal hier. Video pausieren. Mehr anzeigen. Okay. Ich muss aufpassen, dass man den Namen nicht sieht. Wird nichts angezeigt. Okay. Dann wechsle ich kurz oder ich wechsle nicht. Ich mache das einfach so, würde ich sagen. Erstes Video. Haufend Links zu irgendwas anderem, was ich nicht verstehe. Vielleicht sieht man hier irgendwo den Namen oben, bevor ich gescrollt habe, konnte man den sehen. Aber ansonsten, hier steht nirgendwo drin, dass es fiktiv ist, dass es Spaß ist oder sonst irgendwas. Bei dieser Person beruht das wohl alles auf Wahrheiten. Verstehe ich nicht. Das Video ist für Minderjährige zugänglich. Für 0 bis 12-Jährige. Warum macht man sowas? So. Wir wechseln auf das nächste. Impressum. Gaming-Kanal. Daran erkennt man ja bestimmt schon, wer es ist. Geschäftsanfragen erkennt man es auch. Musik, bla bla bla, Outro, bla bla bla. Hier zum Beispiel steht's. Dies ist ein Unterhaltungskanal. Einige Szenen beruhen auf fiktiven Ereignissen. Dafür gibt's so einen Daumen hoch. Da wird's geschrieben, dass es fiktiv ist. Warum aber nicht bei dem anderen YouTuber? Weil der andere YouTuber anscheinend Klicks generieren will. Und ja, ich rede von Klicks, nicht von Daumen. Denn ein Klick ist ein View auf das Video und jeder, der YouTube kennt, weiß es. Pro View auf ein Video gibt es Geld, nicht für die Daumen nach oben. Pro angeschauten Video gibt es Geld. So, okay, hier nichts. Also hier nichts, da steht nichts drin. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob man irgendwie dagegen vorgehen kann, weil meine Tochter ist 8 Jahre alt, wird jetzt 9 und die hat Angst, nachts das Zimmer, das Bett zu verlassen und hat Angst, nachts auf Toilette zu gehen. Wegen solcher, und jetzt entschuldige ich mich nicht für den Ausdruck, wegen solcher Drecksvideos. Es sind Abschaumvideos. Dieser YouTuber ist Abschaum. Er macht es für Minderjährige zugänglich. Ich kann gerne mal hier auf meinen Kanal wechseln.
Wir nehmen jetzt einfach mal just for fun ein Video, was noch nicht veröffentlicht wurde. Wir gehen auf Details. Wir scrollen einfach mal runter. Zielgruppe. Dieses Video ist nicht als speziell für Kinder geeignet. Ist bei mir automatisch so festgelegt. Und das kann auch so bleiben. Jetzt gucken wir mal. Erweitert, bla bla bla. Nein, mein Video soll nicht für Zuschauer ab. Mein Video soll nicht für Zuschauer. Nur für Zuschauer ab 18 zugänglich sein. Okay. Es ist aber nicht für Kinder. Das heißt, Kinder unter 12 anscheinend kriegen es nicht. Ich kann ja mal ganz kurz das hier aufmachen. Dann können wir mal kurz reingucken, ob hier irgendwas steht. Zielgruppe für deinen Kanal, bla bla bla. Ja, ihr könnt ja gerne mal selber nachgucken. Aber bei mir steht es auf jeden Fall drin, das wollte man nicht sehen, dass es nicht für Kinder geeignet ist. Bei diesem einen YouTuber, wo ich sag, hier nichts steht, dass es fiktiv ist, ist dieses hier angeklickt. Speziell für Kinder. Damit es auch Minderjährige sehen. Und minderjährige Kinder, das weiß jeder. Die kriegen sehr schnell Angst. Und wenn die sich so einen Scheiß angucken, haben sie Angst. Die glauben daran, die haben Angst dann um 3 Uhr nachts irgendwas zu machen. Und das ist in meinen Augen asozial. Ganz einfach. Deswegen, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob man vielleicht gegen solche Videos was machen kann oder nicht. Oder ob ihr selber Kinder habt, die betroffen sind, die Angst haben wegen solcher Videos. Und ja, ihr könnt mir auch gern in die Kommentare schreiben, was ich nochmal so für Videos machen soll, um zu gucken, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht. Es wird auf jeden Fall noch ein Video geben mit meinen Kindern. Die Kinder wird man aber nicht sehen. Die werden also Mundschutz tragen. Und da wollen wir mal gucken, ob das dann der Wahrheit entspricht oder nicht. Also, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ich noch so für Videos machen soll, um zu schauen, ob das alles stimmt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr betroffen seid, dass, ob eure Kinder auch Angst haben oder nicht. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob man vielleicht gegen solche YouTuber was machen kann. Und ansonsten würde ich mich persönlich aber auch freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Der ist nämlich sehr wichtig für den YouTube-Algorithmus, dass vielleicht dieses Video mehrere Leute sehen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag, weil ich nicht genau weiß, wann das Video rauskommt. Also bis dahin, tschüss.